zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich war gestern auf dem Festival und wollte eigentlich die Seifenblasen mitnehmen. Und ich dachte, Seifenblasen machen glücklich und deswegen habe ich jetzt die mitgenommen. Da kommt einer. Ich war gestern auf dem Festival, also was heißt Festival, rein in Flammen, top gestylt und habe dann für euch ein Video gemacht. Also das langersehnte, aufgebraucht und platt gemacht Video vom Monat April. Ja, aber ich wollte es gerade schneiden und ja, meine Kamera hat nicht aufgenommen. Ich hoffe, sie macht es jetzt. Deswegen werde ich ab und zu mal cutten, um immer sicher zu gehen, ob die Kamera aufnimmt. Ja, das zu den technischen und urzeitlichen Hintergründen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit meinem aufgebraucht und platt gemacht. Ja, andere Tüte, nicht die Fairy Box, weil die Fairy Box hatte ich gestern schon weggeschmissen, aber Gott sei Dank habe ich die Produkte noch aus dem Mülleimer geholt. Die werde ich euch jetzt alle zeigen. Viel Spaß bei dem Video. So, das erste Produkt, was ich hier rausgefischt habe, ist von Balea, ein Duschgel Bahamas Dreams mit Kokos und Frankipani Duft. Genau, das war eine Limited Edition, da gab es mal Bahamas, Kuba, was gab es noch? Ich glaube noch zwei andere Länder. Und das ist ein sehr, sehr, sehr sommerlicher Geruch. Kokosnuss finde ich aber, riecht man gar nicht, also eher diese Frangipani. Das ist hier diese Blüte, die kennt ihr auf jeden Fall. Sehr angenehm, aber wie gesagt, eher was für den Sommer. Auf jeden Fall nichts für den Frühling, Herbst und Winter. Also das ist wirklich ein richtiger Sommerstrand, Cocktail in der Hand, Sonnenuntergang, Duft. Und ja, fand ich sehr gut. Habe ich aber leider im Winter benutzt. Naja, voll der Fail, ne? Dann habe ich hier aufgebraucht, oder vielmehr, das ist mir kaputt gegangen. Ich wollte es euch aber zeigen, bevor ich es wegschmeiße. Und zwar ist es auch von DM. Da gibt es so Tüten in verschiedenen, also mit so verschiedenen Tuben. Die ist ja zum Pumpen, dann gibt es auch ohne Pumpen, dann gibt es auch so kleine Dosen. Und die kann man super gut mitnehmen zum Reisen. Gerade wenn man irgendwie eine Woche verreist, kann man hier sein Waschgel rein tun. Also hier, also diese Größe reicht für mich eine Woche für mein Waschgel, also zum Abschminken. Oder ihr könnt da, weiß ich nicht, Creme reinpacken oder Bodylotion, Sonnencreme. Wenn ihr nur zwei, drei Tage irgendwie weg seid, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Und da ist, meine ich, auch nicht mehr als 200 ml drin. Also das könntet ihr zum Beispiel auch in eurem Handgepäck reintun und mit in eurem Flieger nehmen. Und ja, finde ich sehr, sehr gut zum Reisen. Super, weil diese Proben, das ist mir meistens immer zu wenig und die großen ist mir zu viel und daher ist das einfach perfekt. Dann habe ich hier eine Tüte von Lush, also das Produkt ist halt schon aufgebraucht, daher habe ich diese Tüte aufbewahrt als Beweis. Und genau, ich bin ja ein Lush-Winterkäufer, also sprich, ich gehe im Winter, Herbst, Winter immer zu Lush und kaufe mir einige Produkte, weil da fängt erst immer so richtig meine Wellness-Zeit ein, meine Badezeit, weil ich muss gestehen, so im Sommer gehe ich gar nicht baden und da genieße ich das auch alles gar nicht so, weil teilweise muss man ja zweimal unter die Dusche springen, morgens dann nochmal nach dem Freibad oder ja, auch wenn man im Urlaub fährt morgens und dann auch nochmal abends und ja, nee, das ist für mich dann einfach nur noch, Hauptsache ich komme mal irgendwann aus dem Badezimmer raus, so. Ja, und im Herbst, Winter, da fängt dann wirklich, fange ich wieder an, so dieses Ganze zu genießen, so Badewanne. Und da hatte ich mir ein Schaumbad geholt, das sah aus wie eine Milchflasche. Total süß, hat so ganz dezent auch nur gerochen. So ein bisschen Kleopatra-Geruch. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann den Duft immer super gut beschreiben. Genau, und fand ich auf jeden Fall sehr gut, weil die Haut danach einfach total geschmeidig war. Und man hatte das Gefühl, man braucht sich gar nicht mehr einzucremen. Und gerade wenn es dann schnell gehen muss, man will aber trotzdem irgendwie baden, man hat aber keine Lust, sich mehr einzucremen, dann war das wirklich sehr schön, weil das auch ein sehr angenehmes Gefühl auf der Haut war. So, dann habe ich von Laura Bugatti Venezia, das ist eine Bodylotion gewesen, die habe ich mal zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Ein sehr sinnlicher, fraulicher, ich stehe in einer Villa, um mich herum nur Gucci, Prada, Handtaschengeruch. Genau. Ja, sehr fraulich, sinnlich, süß, orientalisch. Das ist auch wirklich mein Geruch und ich muss sagen, dieser Geruch war sehr lange auf der Haut. Also man hat sehr lange gerochen und ich finde, das ist einfach so schön.
gerade wenn man dann aus der Badewanne kommt, man cremt sich ein und man riecht stundenlang noch nach dem, der ganze Körper riecht einfach stundenlang richtig schön und angenehm und wenn man das selber dann auch noch riecht, oh, ich liebe das einfach und das war wirklich hier der Fall. Würde ich mir aber leider halt nicht nachkaufen, weil diese großen Tiere machen halt alle Tierversuche. Dann habe ich hier von Balea Creme Dusche Magic Winter mit Orangen- und Zimtduft. Das war auch in meinem Adventskalender von Balea letztes Jahr. Und auch ein super, super süßer Geruch. Ich habe das gestern auch schon gesagt, das riecht total nach irgendeiner Gummibärensorte. Also wenn ich jetzt bei uns hier Haribo Lagerverkauf reingehe, überlege ich die ganze Zeit, wo ich gerade vorstehe, weil das riecht so nach Gummibär, also nicht nach Gummibären, sondern nach so Weingummi. So Orangen ist Weingummi. Ich weiß auch nicht was. Ich weiß nicht was. Vielleicht diese sauren orangenen Schlangen? Naja, auf jeden Fall sehr süß. Aber auch angenehm. Dann habe ich hier eine Mascara und zwar von Essence. Da war ich ja auch mal riesengroßer Fan. Leider war das ja auch immer mit dieser Mascara so eine Hassliebe. Ich habe mir sie zwar immer ab und zu gekauft, aber irgendwie war ich dann doch nicht zufrieden. Dann wurde ich wieder zufrieden und ich weiß jetzt auch, woran es liegt. Und zwar, wenn diese Mascara nur noch ein Drittel voll ist, dann ist sie perfekt. Dann ist sie wunderbar, sie gibt Volumen und die Wimpern sehen einfach grandios aus. Sie sehen lang aus, voluminös, man denkt, man hätte künstliche Wimpern, so richtig, richtig toll. Wenn die aber neu ist und sie ist voll, ist erstmal viel zu viel Produkt auf dem Bürstchen. Die Wimpern sehen komplett verklebt aus, sehen komplett verklumpt aus und sie schmiert total und ja, blöd, weil man kann gar nicht so viel Produkt immer abstreichen, wie man dann letztendlich nur benötigt. Und wenn sie leer ist, dann kommt halt wirklich gar nichts mehr. Und das ist halt ein bisschen blöd, daher war es wirklich jetzt das letzte Mal, dass ich mir sie gekauft habe, weil ich merke halt, dass die Princess Lashes von Essence einfach, mit der war ich schon immer zufrieden und daher kaufe ich mir die halt jetzt nur noch. Schade, Schokolade. Vielleicht werde ich ja doch mal irgendwann zugreifen, aber naja, jetzt erstmal nicht mehr. So, dann habe ich hier von Balea ein Öl Repair Intensiv Haarmaske mit extrem strapaziertes und trockenes Haar. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich mir das gekauft habe, und zwar in Ludwigshafen, in Leverkusen. Und da habe ich mich nämlich mit der Farbe getroffen. Ich war viel zu früh dran und ich hatte da nämlich meine Haare frisch blondiert und meine Haare waren mega strapaziert. Die waren so richtig strohig und so richtig kaputt. Und daher wollte ich halt mir so eine Haarmaske mal kaufen, um zu schauen, ob die was mit meinen Haaren macht. Also, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, sie macht nicht mehr als eine Spülung bei mir. Ich finde, Haarmaske soll wirklich, man soll wirklich einen Unterschied sehen, nachdem man eine Haarmaske benutzt hat. Deswegen, ich habe ja jetzt auch nochmal eine von Balea gerade unten in meiner Dusche stehen. Diese rosane Edition, ja, die haut mich jetzt auch nicht wirklich so von den Socken. Aber ich muss sagen, ich freue mich auf eine Haarmaske, die ich aktuell auch zu Hause habe. Die war in der Fairybox drin und die Fairybox hat ja wirklich mal sehr, sehr, sehr gute Produkte und damit bin ich wirklich zu 90% zufrieden. Daher bin ich auf die Haarmaske gespannt. Also das war, hatte ich das Gefühl, eine leichte, bessere Stufe als eine Spülung. So, dann habe ich hier noch ein Produkt und zwar eine Tüte von Lush. Das war R&B. Das war eine kleine Probe, kriegt man bei Lush immer dazu. Und ja, das war im Prinzip wie so ein Haarcreme nach dem Haarewaschen. Also man hat es nach dem Haarewaschen, hat man diese Creme in seine Haare gepackt und man hatte das Gefühl, dass, ja, dass es vielleicht ein bisschen mehr glänzt. Aber irgendwie hat es mich auch nicht so ganz von den Socken gehauen. Weiß ich nicht. Ich hatte vielleicht jetzt ein bisschen zu wenig Produkt oder habe das vielleicht auch falsch angewendet. Ich hatte das damals halt wegen R&B. Na, ich höre ja gerne R&B, daher hatte ich das mitgenommen. Gut, aber ich werde auf jeden Fall mal schauen, ob ich dem Produkt nochmal eine Chance gebe, weil ich bin halt riesen Lush-Fan. Also Lush, wenn ihr zuguckt, ich nehme sehr gerne eure Produkte und teste sie für euch.
So, und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Produkt. Und zwar ist es von Balea auch aus meinem Adventskalender, die Fußbutter. Ich liebe ja Fußprodukte, weil ganz ehrlich, ey, unsere Füße, die tragen uns den ganzen Tag, wenn wir gesund sind, den ganzen Tag durch die Gegend. Und ich finde, Fußpflege ist so wichtig. Man sollte, also wir sollten allen unseren Füßen echt was Gutes tun, weil... Was wären wir ohne unsere Füße? Also wisst ihr, was ich meine? Die tragen uns den ganzen Tag einfach rum. Ja, und deswegen ist Fußcreme bei mir immer ganz, ganz wichtig. Und ich verwöhne meine Füße gerne, weil sie haben es einfach verdient. Genau wie meine Hände. Fand ich auf jeden Fall auch sehr gut. Aber meine Produkte, die ich aktuell benutze, besser. Genau, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Akku blinkt, deswegen verabschiede ich mich ganz schnell. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde mich das natürlich total freuen, auch mir einen Daumen hoch da zu lassen. Und noch ein kleiner Tipp von mir. Und zwar meine Cousine, die hat einen super, super tollen Instagram-Account. Sie backt, aber sie backt nicht nur, sondern sie backt mega. Also richtig, richtig mega tolle Torten. Und meine Favoritentorte ist die Ostertorte mit diesen Bunny-Häschen. Ihr müsst sie unbedingt bei Instagram mal besuchen. Lasst ihr gerne ein Abo da und ja, sagt ihr auch, dass ihr von mir kommt. Würde mich auch total freuen. Ich blende euch mal den Namen hier unten ein. Auch ihren Facebook-Account blende ich euch mal hier unten ein. Und ja, besucht sie mal. Sie wird sich wirklich freuen. Sie hat nämlich gerade neu gestartet mit dem ganzen Instagram und nimmt auch Aufträge entgegen. Also wenn ihr Bock habt für Babyshower-Partys oder für Taufe, Hochzeit, was weiß ich, sie macht echt wirklich gerade für Kinder richtig tolle, tolle Torten. Guckt da bitte vorbei und ich wünsche euch noch eine wunderschöne sonnige Woche. Genießt das Wetter und macht's gut, passt auf euch auf, eure Vanessa. Tschüss!